Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte. Ich möchte tatsächlich jetzt von dem berichten, was wir zurzeit beforschen. Vielleicht ein paar Worte zum Hintergrund. Mir fällt schon seit einer Weile auf, dass die Debatte, die wir in Deutschland zum Urheberrecht haben, sehr stark moralisch geprägt ist und vielleicht auch aus diesem Grund doch sehr auf der Stelle tritt. Wir halten uns wechselseitig Prinzipien vor, finden unsere eigenen Ansichten berechtigt und die der anderen eher nicht berechtigt und verharren in unserer Selbstzufriedenheit. Ich glaube, dass man auf dieser Ebene langfristig nicht weiterkommt und sich irgendwas bewegen muss in dieser Debatte. Und als Sozialwissenschaftlerin bietet sich da immer an, in die Empirie zu gehen und zu gucken, was denn eigentlich in der konkreten Praxis, in Märkten, im Handel, aber auch im Austausch mit Kulturgütern stattfindet und welche Bedeutung das Urheberrecht da eigentlich hat. Was wir nämlich stattdessen zurzeit sehen, ist, dass wir ganz im Unterschied interessanterweise zum Patentrecht sehr wenig empirische Studien zum Bereich des Urheberrechts haben. Wir haben eine Debatte, die sehr moralisch ist und auf sehr vielen Annahmen beruht, die wir als selbstverständlich hinnehmen. Zum Beispiel, dass das Urheberrecht wichtig ist, um Marktversagen zu verhindern. Die Gegenseite behauptet, dass das Urheberrecht zur Konzentration von Märkten führt, also eher zum Nichtfunktionieren von Märkten beiträgt. Oder es gibt die These, dass das Urheberrecht wichtig ist, um Anreize für die kulturelle Produktion zu stellen. Aber die Gegenseite behauptet, dass das Urheberrecht Innovationen geradezu verhindert. All diese Ansichten, diese Annahmen sind uns ganz vertraut, aber wir haben nur ganz wenig Untersuchungen bisher darüber, die solche Annahmen mal empirisch testen und gucken, was die eigentlich wert sind. Eigentlich ist es mit dem Urheberrecht eine Art evidenzfreie Zone. Wir sind alle Experten inzwischen, weil wir sie mit großem Interesse verfolgen, aber wir wissen wenig darüber, was da in der Praxis passiert. Deshalb habe ich jetzt mit meinen Kollegen Christian Katzenbach und Merlin Münch an unserem neuen Institut hierzu ein Forschungsprojekt begonnen und der erste Schritt besteht darin, mal in der Literatur zu gucken, wer denn dazu schon geforscht hat und was es dazu im Einzelnen gibt. Danach wollen wir dann selber empirisch tätig werden. Wir gucken uns als erstes an die Bereiche, in denen das Urheberrecht entweder keine Rolle spielt oder in denen es, obwohl es eigentlich greifen sollte, weitgehend missachtet wird oder nur eine randständige Bedeutung hat. Ich will jetzt hier im Folgenden drei Bereiche herausgreifen und mal sagen, was die Literatur dazu sagt. Das eine sind TV-Formate, also der Handel mit, sag mal jetzt sowas wie Big Brother. Ein anderer Bereich ist Stand-up-Comedy und ein dritter Bereich sind sogenannte Doujinshis. Also, ich fange jetzt an mit Stand-up-Comedy und dieser Bereich ist deshalb interessant, weil Witze, sozusagen das Gut des Comedians, urheberrechtlich nicht geschützt sind. Das liegt unter anderem daran, dass wir ja im Urheberrecht diese Unterscheidung zwischen Ideen und ihrem Ausdruck haben und der Kern eines Witzes ist nun mal die Idee. Wir haben also in diesem Bereich recht schwache Schutzrechte. Was wir stattdessen haben, ist aber nicht, dass jeder alles machen kann, wie er will, also alles kopieren, verändern, adaptieren etc., sondern wir haben stattdessen relativ strikte soziale Normen, die den Umgang mit den Witzen, den Einfällen der anderen regeln. Wir haben dort, das mag vielleicht erstaunlich klingen, aber so sagt die Literatur das, da hat jemand tatsächlich Interviews dazu geführt, sehr starke Autorenrechte. Und diese Autorenrechte, die werden abgesichert oder durchgesetzt durch soziale Kontrolle. Die Community der Comedians ist überschaubar von der Größe her, man kennt sich wechselseitig, man weiß, wer wo auftritt, besucht auch die Auftritte der anderen und weiß deshalb auch, auf wen welche Witze, welche guten Ideen zurückzuführen sind.
Interessanterweise ist es nun so, diejenigen, die die Debatte um den Begriff des geistigen Eigentums verfolgt haben und die wissen, dass dieser Begriff geistiges Eigentum sehr problematisch ist, interessanterweise ist es nun in dieser Szene so, dass es diesen Begriff durchaus gibt und auch das Konzept des Diebstahls, das viele Urheberrechtskritiker ja immer in Frage stellen, dass das bei Comedians durchaus existiert. Es gibt die Idee eines Diebstahls von Witzen und dieser Diebstahl, der wird geahndet durch Reputationsverlust und auch Ausschluss des Netzwerkes. Jemand, der systematisch Witze stiehlt, hat keine Auftrittsmöglichkeiten und auch keine Freunde mehr. Gleichzeitig ist es so, und auch das finde ich sehr erstaunlich, dass mit Witzen in beschränktem Umfang vielleicht, aber doch auch gehandelt wird. Das heißt, man kann Witze verkaufen. Nun ist es aber in diesem Bereich nicht so, wie das beim Urheberrecht wäre, nämlich dass man sozusagen Nutzungsrechte jemandem überträgt. Nein, man verkauft den gesamten Witz einschließlich seines Urheberrechts. Man kann sich nicht mehr ausgeben als die oder derjenige, die diese Idee ursprünglich hatte. Das heißt, man verkauft alles. Es ist wie eine Art Buyout-Vertrag. So viel zu Stand-up-Comedians. Nun gehen wir auf den Bereich der TV-Formate. Der Bereich der TV-Formate ist riesig groß. Ungefähr seit den 50er Jahren ist es so, dass TV-Formate gehandelt werden und wir werden es selber mitbekommen haben, man sieht immer mehr diese Art von Serien im Fernsehen. Dieser Markt ist ein internationaler, der ganz eingespielte Regeln hat. Wie bei den Witzen oder ein bisschen ähnlich ist es auch im Bereich der TV-Formate. Man kann ein Format als solches nicht schützen, weil das zentrale Element des TV-Formats ist die Idee. Big Brother ist erstmal eine Idee. Und trotzdem, obwohl wir es hier mit ganz schwachen Schutzrechten zu tun haben, haben wir einen regen Handel mit TV-Formaten. Noch ein Punkt zu dem, was da eigentlich das Problem ist. Es ist nicht mal richtig klar, was ein TV-Format eigentlich ist. Man kann sich das vorstellen als, ich sag mal, eine Art Gebrauchsanweisung. Erstmal eine Idee, Meisterköche oder Big Brother oder Deutschland krönt den Superstar, das ist eine Idee und verkauft wird diese Idee zusammen mit einer Gebrauchsanweisung, wie man diese Idee in anderen Märkten anpasst und wie man sie umsetzt. Dazu werden Formatbibeln erstellt und Flying Producers zur Verfügung gestellt. Wir haben es also hier mit einem Rundumpaket zu tun. Das Problem ist nun, dass das erst handelbar wird, wenn man auf dem eigenen Markt belegt hat, dass das ein Erfolg ist. Also erst, wenn alle die Idee kennen, ist sie handelbar. Wie nun lösen die TV-Produzenten dieses Problem? Sie tun dies vor allem durch, ich nenne das jetzt mal so, das ist kein Begriff, kollektiv imaginierten Formatschutz. Obwohl es kein Urheberrecht für das TV-Format gibt, ist es für alle vorteilhaft so zu tun, als gäbe es ein Urheberrecht für Formate. Was da tatsächlich passiert ist, dass Lizenzen verkauft werden, die eigentlich nur rational wären, wenn dahinter sowas wie ein geistiges Eigentum oder ein Urheberrechtsanspruch stünde. Der steht aber nicht dahinter. Es gibt kein Urheberrecht für TV-Formate. Trotzdem gibt es Lizenzabkommen und das ist auch ganz eingespielt. Dazu kommt als zweites Element die professionelle Moral. Es gibt eine unausgesprochene, aber von allen geteilte Konvention, die besagt, man imitiert nicht, was die anderen gemacht hat, sondern man kauft das. Natürlich wird von dieser Moral, von dieser Norm abgewichen, aber es gibt sie als geteilte moralische Vorstellung. Trotzdem finden natürlich Kopien und das Kopieren und Imitieren findet dort statt. Eine Kochsendung zieht ungefähr 15 weitere nach sich, im eigenen Land wie auch in anderen Ländern. Und da wird unter Umständen auch mal geklagt. Aber es gibt, so sagen die TV-Produzenten selbst, gemessen daran, dass es keinen urheberrechtlichen Schutz gibt, relativ wenig
tatsächliche Gerichtsprozesse. Man einigt sich normalerweise irgendwie anders. Eine dritte Form, wie soziale, also diese Konventionen durchgesetzt werden, geschieht durch Distributionsnetzwerke. Man kann von diesen Netzwerken ausgeschlossen werden, kann seine eigenen Formate nicht mehr verkaufen, etc. Also wir haben es auch hier mit so einem Gemisch aus Normen zu tun, die dafür sorgen, dass, obwohl sie nicht geschützt sind, die TV-Formate trotzdem Regularien diesen Markt irgendwie regeln. Es ist also hier auch nicht so, obwohl es ein großer Markt ist, dass ohne Urheberrecht sozusagen Marktversagen stattfindet, sondern man entwickelt Konventionen, mit denen man das nicht vorhandene Urheberrecht ersetzt. Und das ist jetzt vielleicht überraschend, gerade vor dem Hintergrund der Debatten ums Leistungsschutzrecht etc., die Produzenten wollen gar keinen Formatschutz. Die wollen gar nicht, dass der Gesetzgeber für sie regelt, was sie selber betreiben, weil das nämlich ihr Innovationsmodell deutlich rigider gestalten und damit schädigen würde. Diese TV-Formate leben nämlich davon, dass sie erstens an nationale Gegebenheiten angepasst werden und dass sich aus einem Format auch neue Formate wieder herausbilden können. Und genau da, also wenn es um, ich sag mal, kumulative Innovationen geht, ist das Urheberrecht leider unpraktisch, weil es zu rigide ist. Also, die fühlen sich ganz wohl, die TV-Produzenten, mit der Situation, die sie haben, und von einem Marktversagen kann gar nicht die Rede sein. Nun mein drittes Beispiel, Doujinshis. Wie viele von Ihnen wissen, ist die Comic-Kultur in Japan sehr verbreitet. Es gibt diese sogenannten Mangas. Das sind Bildgeschichten, die eine große Rolle in der japanischen Kultur spielen und einen riesigen Markt darstellen. Wiederum, also auch wie bei den TV-Formaten, geht es um sehr viel Geld und nicht wie bei den Witzen oder Zauberkünstlern etc. um eine Marginalie. Aus den Mangas hat sich, ich weiß gar nicht wann, in den letzten 10, 20 Jahren womöglich, eine Fankultur herausgeprägt, die populären Mangas neu interpretiert. Das heißt, eine Amateurszene, die bestehende Figuren und Erzählungen der Mangas aufgreift und diese weiterentwickelt. Das würde, dazu muss man sagen, Mangas sind urheberrechtlich geschützt. Diese Fankultur stellt im strengen Sinne eine Verletzung des Urheberrechts dar. Und zwar, wenn man so will, in massivem Umfang. Diese Doujinshis werden an großen Messen gehandelt, entstehen in großem Umfang und einzelne Hefte werden, so habe ich gelesen, bis zu 300.000 Mal verkauft. Also das sind schon, da hat sich aus diesem großen Manga-Markt hat sich ein neuer Markt herausgeprägt. Also streng genommen handelt es sich hier um Urheberrechtsverletzungen, sie werden aber von den professionellen Produzenten nicht geahndet. Warum ist das so? Offenbar sind beide Seiten der Auffassung, dass sie voneinander profitieren. Die professionellen Produzenten, Verlage, die Mangas herstellen, haben festgestellt, dass die Amateurzeichner für sie so eine Art Trendscouts sind. Man kann aus der Entwicklung der Doujinshis absehen, in welche Richtung sich der Markt entwickelt, was die Nutzer gutieren und was nicht, was populär ist. Zweitens stellen sie eine Brücke dar zwischen Manga-Produzenten und Nutzern und drittens schließlich sind sie auch eine Art Talentpool. Man kann aus den Amateuren dann die herausfischen, die wirklich gut sind und irgendwann in die professionelle, hochbezahlte Szene der Manga-Produzenten aufsteigen werden. Also man kommt irgendwie miteinander aus und verklagt sich nicht. Und die einzige wichtige Bedingung ist, dass nicht unmittelbar kopiert wird, sondern die Doujinshi-Zeichner ihren eigenen individuellen Stil zum Ausdruck bringen. Aber auf die Durchsetzung, und das ist der wichtige Punkt bei diesem Beispiel, auf die Durchsetzung von Urheberrechtsansprüchen, die die Manga-Produzenten hätten, wird verzichtet. So viel zu meinen Beispielen. Nun, welche Lehren können wir daraus ziehen?
Die erste Einsicht, die ich überraschend finde und die vielleicht nicht allen gefallen wird, ist die, dass auch in den Bereichen, wo das Urheberrecht nicht greift, entweder weil es nicht zuständig ist oder weil es aus welchen Gründen auch immer nicht als, ich sag mal, Regulierungsform gewählt wird, kommt es trotzdem zur Ausbildung von Schutzmechanismen. Also auch unterhalb des Rechtes bilden sich soziale Konventionen heraus, die regeln, wie Kulturgüter verbreitet und wie sie produziert werden. Das ist die erste Einsicht. Daraus resultiert weiterhin, dass solche sozialen Normen durchaus stark genug sind, um Schutzrechte zu ersetzen. In der Literatur wird sogar zum Teil gesagt, dass soziale Normen unter Umständen stärker verhaltenswirksam sind als rechtliche Normen. Das kann man weiterhin dahingehend verallgemeinern, dass soziale Normen das Urheberrecht entweder wie beim File-Sharing unterlaufen, dass sie wie bei den TV-Formaten, aber auch bei den Witzen das Urheberrecht, also rechtliche Regelungen, ersetzen können. Soziale Normen können weiterhin das Urheberrecht ausdehnen, das tun sie auch bei den Witzen, die sind nämlich zum Beispiel für immer geschützt und es gibt keine, ich sag mal, Schrankenregelungen, die dem öffentlichen Interesse Rechnung tragen. Und wie man zum Beispiel auch sehen kann bei der ganzen Plagiatsdebatte, sie können deutlich auch Rechte formulieren, die im Urheberrecht gar nicht angelegt sind. Ein Public-Domain-Text zum Beispiel muss weiterhin zitiert werden, sonst macht man sich des Plagiats schuldig. Das Urheberrecht sagt dazu nichts. Und schließlich können, da sind die Mangas das Beispiel, können soziale Normen auch das Urheberrecht reduzieren. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das bringt mich zu der Überlegung, dass soziale Normen eine Form sind, wie man das Urheberrecht reformieren kann. Claudia hat vorhin das Problem mit den Schutzrechten angesprochen. Das Problem besteht ja nicht nur in 70 Jahren nach dem Tod, sondern das besteht schon darin, dass, wie die Genfer Konvention sagt, 50 Jahre nach dem Tod Werke geschützt sind. Das ist in vielen Bereichen, wissen wir, viel zu lang. Gleichzeitig wissen wir aber, dass wir solche internationalen Verträge nie geändert bekommen werden. Deshalb ist die Frage, die ich an Sie stellen möchte, ob soziale Normen nicht eine Form sind, das Urheberrecht unterhalb von vertraglichen Regeln dahingehend zu modifizieren, dass man zu Lösungen kommt, die für einzelne Werktypen praktikabel sind. Dafür sind die Mangas ein gutes Beispiel. Auch Unternehmen, die wirtschaftlich handeln müssen und wollen und gezwungen sind, wenn sie nicht untergehen wollen, können durchaus auf Rechte, die sie haben, verzichten, weil es ihnen nützt. Nämlich dann, wenn sie bereit sind zu experimentieren und mit auch Nutzungsarten ihrer geschützten Werke zu experimentieren. Soziale Normen weiterhin, stelle ich fest, sind flexibler und spezifischer. Das kann man an den sozialen Normen sehen. Man wird zum Beispiel, wenn man in die Literatur guckt, feststellen, dass Zaubertricks anders sozial verregelt werden als Witze. Bei Zaubertricks, das nur als Anekdote am Rande, ist es nämlich so, wenn man einen findet, der von der Community schon ganz lange vergessen worden ist, dann darf man den nutzen. Das ist bei Witzen nicht der Fall. Die gehören für immer demjenigen, der sie entdeckt oder gefunden hat. Also man findet unterschiedliche Regeln, die von den Communities womöglich auch weiterentwickelt werden und nicht, wie wir das beim Urheberrecht haben, ein Regelungsapparat, der auf alle Werkarten gleichermaßen zutrifft, ob das nun passt oder nicht. Aber, und das ist jetzt die vielleicht weniger schöne Einsicht, soziale Normen sind nicht immer und unbedingt besser als das Urheberrecht. Wie ich eben schon sagte, es gibt keine Schrankenregelungen. Soziale Normen sind nicht per se darauf angelegt, eine Balance zu schaffen zwischen den Interessen der Produzenten und den Interessen der Allgemeinheit an Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Werken. Also man sollte sich davor hüten,
bemühten, soziale Normen zu romantisieren und zu sagen, das ist in jedem Fall die bessere Lösung. So ist es auf keinen Fall. Aber es ist möglicherweise ein Instrument, mit dem man unterhalb gesetzlicher Regelungen operieren kann. Nun, was ziehen wir daraus wiederum für Schlüsse für Reformperspektiven? Zum einen würde ich sagen, muss einfach jedem klar sein, dass Schutzrechte nur im Tandem mit sozialer Akzeptanz wirken. Soziale Normen sind extrem verhaltenswirksam und in den Bereichen, wie wir das jetzt sehen können, wo soziale Normen und rechtliche Normen auseinanderklaffen, gewinnen unter Umständen soziale Normen gegenüber den rechtlichen Normen. Das heißt, wir können nicht erwarten, dass wir mit rechtlichen Reformen allein diese Auseinandersetzung, die wir zurzeit haben, dauerhaft und wirksam befrieden können. Das gilt insbesondere für Strafandrohungen. Wir haben ja durch ACTA, PIPA, SOPA und wie sie alle heißen, gesehen, dass es zurzeit starke Interessen gibt, die Rechtsdurchsetzung zu verschärfen. Auch das zeigt die Literatur. Es ist zwar durchaus so, dass sich ein Teil der Nutzer durch Strafandrohungen abschrecken lässt, aber man kann durch ein zunehmendes Verschärfen von Strafen nicht mehr Leute dazu zu bekommen, sich gesetzeskonform zu verhalten. Das ist nicht nur moralisch der falsche Weg, es ist auch pragmatisch gesehen keine Form, mit der man tatsächlich Verhaltenssteuerung erreichen kann. Insofern mein Plädoyer, darüber nachzudenken, ob nicht soziale Normen eine mögliche Reformstrategie sind. Die Manga-Industrie ist ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob es weitere gibt. Das, was wir gerne beforschen möchten, ist einzelne Branchen, um zu gucken, ob es Vorbilder gibt, auf die man sich stützen kann. Dann wiederum dem Motto dieser Tagung folgend. Ich denke, dass neue Geschäftsmodelle eine Möglichkeit sind, um die derzeit bestehende Diskrepanz zwischen Recht und sozialen Normen zu verringern. Aber wir werden nicht umhinkommen, uns darauf zu konzentrieren, einen sozialen Konsens herzustellen, der auch rechtliche Reformen dann tragen kann. Ohne einen solchen sozialen Konsens werden wir die derzeitige Problematik nicht lösen. Das ist am Rande bemerkt auch ein Hinweis an die Netzgemeinde, die gerne behauptet, allein deshalb, weil Kopieren so einfach ist, müsste das auch sozial akzeptiert sein. Ich glaube, dass das nicht hinreichend ist. Ich glaube, dass jede Nutzung einer neuen Technologie sowas wie soziale Normen braucht, die regelt, was okay ist und was nicht okay ist. Und das haben wir bislang nicht gelöst bekommen, aber diese Tagung ist möglicherweise ein Baustein auf diesem Weg. Ich danke fürs Zuhören.